Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Red kein Stuss, drauf rumgefahren, Video, Woodshire, Diego. Ja, es freut mich sehr, es war sehr, sehr lange ruhig um den lieben Red kein Stuss und er hat mir gestern im Discord geschrieben, hat gesagt, so, er hat jetzt mal die Woodshire fertig gemacht, so als quasi Trainingsobjekt. Ja, er muss ja auch, ist ja alles neu für ihn mit dem 19er und so. Er muss erstmal da reinkommen und er sagte, das war jetzt so vom Aufwand her, war das jetzt die leichteste Map und deswegen hat er die genommen. Ist ja auch okay, ne? Dann, wenn er es dann richtig drauf hat, dann kommen dann halt die anderen Maps. Also ich finde es durchaus legitim, was er da gemacht hat und freue mich natürlich riesig, erstmal generell mal wieder was von ihm zu hören. Ja, er war sehr, sehr lange sehr, sehr ruhig. Und ich bin auch schon ewig nicht mehr auf der Woodshire gewesen, also auf dem Original. Wir müssen mal rumlaufen. Das ist ein sehr schönes Waldgebiet hier. Ich weiß jetzt nur nicht genau, warum wir hier mitten in der Pampa rumstehen. Warum das jetzt der Startpoint ist. Ich denke mal auch, dass eventuell noch Kleinigkeiten geändert werden. Also ich weiß nicht, wie final jetzt diese Version ist, die ich habe. Ob es jetzt wirklich schon sagt, so, das ist jetzt, da hatten wir gestern nicht drüber gesprochen. Wir hatten ein anderes interessantes Thema gestern, da sind wir wahrscheinlich von abgekommen. Was denn jetzt eigentlich, wie der Status ist. Ob das jetzt wirklich schon die Release-Version ist. Oder ob es mehr so eine, ja, so eine Beta-Prüfphase ist hier. Hier sind wir auf jeden Fall bei den Hotas. Ja, ist egal, ob Alpha, Gamma, Delta, wir sind hier bei den Hotas. Die Hotas sind ja, ziemlich nah beim Hof, ne? Kann man nicht meckern. Gucken uns das mal an. Hier ist unser Wohnhaus. Jetzt weiß ich nicht, warum nicht das Wohnhaus dann als Startpoint genommen hat. Müsste ich nur mal fragen. Vielleicht ein Versehen, vielleicht hat er sich irgendwas dabei gedacht. Das weiß ich aber jetzt alles nicht. Kann auch einfach nur so gewesen sein. Einfach nur, um mal einen anderen Startpunkt zu haben. Wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon. Sehr puschelig. Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ja, das ist original der Style an Map, den ich sehr mag. Da kann man direkt losballern hier, ey. Das ist sehr, sehr puschelig. Ein JCB und dann so einen alten Klapperkasten hier. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da dieses Mähwerk ist auch viel zu selten benutzt. Passt auch genau da rein in den Schuppen. Ey, was sagt ihr dazu hier? Das ist doch puschelig hier, oder? Hä? Also, ich finde das mega. Chilp, chilp. Ja, ja, ja. Die Vögel am Zwitschern. Ja, also das hier ist der Cowboyhof, ne? Wir haben hier ein paar Maschinen. Oh, wir haben hier auch direkt Forst am Stissel. Also ihr habt den Forstgebiet hier eben gesehen, ist auch puschelig. Doch, die Pferde sind jetzt schon durcheskalieren. Ich bin doch hier hinten. Jungs, alles gut. Tja, schön, 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 schön. Wir latschen nochmal. Ja, sollen wir drauf rumgefahren? Komm, wir machen drauf rumgefahren, Video. Da bin ich. Alter Vater. Da bin ich schneller mit fertig dann, ne? Boah, mit Ladefront sogar. Die Ladefront brauchen wir jetzt nicht, die lassen wir hier. Ich schmeiß hier das Ding in der ersten Kurve gleich um. Das wollen wir ja nicht. Ja, ich weiß, ihr wollt das sehen, aber ich will nicht. Ich will mal einmal nicht sterben. So, wir gucken uns mal einmal das PDA-Mäppchen an, weil ich auch überhaupt gar nicht mehr weiß, wie das aussieht. Ah, hier oben ist eine BGA, da knallen wir als nächstes hin, würde ich sagen. Wie war das denn nochmal? Die Kühe waren doch irgendwo anders. Und die Schweine. Kühe und Schweine waren doch so gegenüber, oder war das eine andere Map? Jetzt muss ich erstmal gucken.
ja. Boah, hier hinten. Ich sehe gerade, wir müssen Gas geben. Wir müssen auf jeden Fall, ist egal, was wir machen, wir müssen Gas machen. Da ist mehr los auf der Map, als ich jetzt im ersten Moment gedacht habe. Fahr mal hier hoch Richtung BGA. Finde ich super, dass er mir auch ein JCB hingestellt hat hier. Dann kann man ein bisschen flotter radeln. Ist natürlich, ja, es gehen natürlich dann so ein paar Details verloren, ne? Wenn man so hastig über die Map huscht. Ne? Also ich zelebriere das eigentlich lieber, aber ich kann das hier nicht in der Viertelstunde zelebrieren. Das schaffe ich nicht. Ja doch. Dann auf den Hund getreten hier. Aufpassen. Der kleine Wauzi. Ich habe ihn nicht gesehen. Klebt da noch ein Profil oder was? Ich weiß nicht. Oh nee. Oh, der riecht keinen Stuss. Oh, jetzt macht er sich aber beliebt gerade. Ja, das ist natürlich mal ein mega geiler Abladesumpf. Ja. Das ist genau dem Diego sein Ding. Um es mal so zu sagen, wie es ist. Sehr schön. Sehr schön. Ach so. Ehre, wem Ehre gebührt. Dürfen nicht vergessen. Natürlich stand bei eventuellen Fragen der liebe Richie auch stets an seiner Seite. Ne? Also das ist er, da ist der Richie halt, so ist er halt, würde ich sagen. Wenn man ihn ganz lieb fragt und der weiß eine Lösung, dann hilft er einem auch. Ne? Und das war auch hier bei dieser Map. Die beiden haben ja schon öfter zusammen was gemacht und auch hier hat Richie wieder tatkräftig geholfen, so gut es dann ging. Ne? Wahnsinnig schöne Wege hier. Ich glaube, in diesem einen Weg, da bin ich mich schon mal. Da fahre ich jetzt nicht. Also, ich fahre jetzt nicht rechts rum. Das ist ein ganz böser Weg. Da bin ich schon mal gewesen. In einem anderen drauf rumgefahren Video. Wir fahren mal so ein bisschen querfeldein. Mann, ist das ein fettes Ding da hinten. Wir fahren ein bisschen querfeldein, um einfach Zeit zu sparen. Ne? Die Hälfte der Sendezeit ist abgelaufen hier. Und wir haben nicht mal 5% von dem Mäppchen gesehen. Ne? Tja. Ich würde sagen, da hinten die Brücke wäre ihr Preis gewesen. Aber wir wollten ja nicht durch den Wald fahren. Jetzt müssen wir hier hinten mal einmal kurz vorbeisneaken. Oder ist das schon Map-Ende hier? Ne, da geht noch ein Weg hoch. Boah, was ist das? Der Viecherhändler hier oder was? Ah, hier kann man offiziell rüber. Ich wollte jetzt nicht so brutal über die Gleise brechen. Hoppala. Das habe ich vom Abbiegen schon gemerkt, verdammte Allradlenkung. Mal schauen, wo ist denn hier? Ah, hier. Hier ist das R-Menü dann. Klicken wir mal auf R. Klicken wir einmal auf R. Was? Muss ich hier mit dem Anhänger aufschlagen oder was? Hä? Ach so, ja, wir können erstmal Steuerung Z machen. So. Muss ich hier mit einem Trailer vorbei, um das aufzuladen oder was? Kann ich so nicht gucken? Ich bin etwas überfordert gerade, weil ich mich damit nicht auskenne. Ist ein lecker Mäppchen, sagt ehrlich, Leute. Sag so, wie es ist. Alter Verwalter. Der Weg geht noch woanders hin. Also viel Wald, ne? Also man müsste hier mal wirklich mal mit der Axt einmal richtig durchschwingen, ne? Ah, das ist der Hackschnitzel-Verkaufspunkt. Der ist ja Standard. Der ist sehr schön auch. Standard hört sich immer im ersten Moment so negativ an. Ist aber gar nicht negativ. Ist ein sehr schönes Ding. Auch hier ein Wauzi am Bellen. Gesehen habe ich keinen, aber gehört. Wahrscheinlich bin ich drüber gefahren wieder. Leckt mich fett. Also Wald ist auf jeden Fall hier ganz groß im Kommen. Oh, so. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Brücke ist reparaturbedürftig.
Sieht sehr schön aus, alles. Jetzt haben wir... Oh, wir müssen, glaube ich, ein bisschen über Mütchen machen, weil... ich war am Anfang zu geflasht. Jetzt fahren wir doch durch diesen wilden Wald hier. Also ich habe mich hier schon mal ganz übel verfahren. Ich hatte Glück, ich habe Brotkrumen gestreut. Und bin dann immer den schmatzenden Ratten hinterhergelaufen. Da wusste ich auch, wie ich nach Hause komme. Ja. Mein Gott, catert hier den Berg runter. Also da kommt doch auf jeden Fall Forststimmung auf, oder? Was meint ihr? Aha, hier kann ich ein bisschen was platzieren, so wie es aussieht. Ach so, das ist bestimmt so ein Verladeplatz. Naja, da kann ich mir einen kleinen Verladeplatz einrichten. Gibt es bestimmt auch schon so diverse platzierbare Geschichten. So, hier haben wir Autos, Autoverkehr. Aber hier nach dem Kreisel müsste eigentlich Schluss sein, ne? Ja, hier ist Map-Ende. Brauchen wir, glaube ich, nicht ausführlich betrachten. Ich meine, es ist halt das Map-Ende, ne? Also irgendwo ist jede Map mal zu Ende und hier bei der Map ist hier das Ende. Sehr schön offen gehalten auch. Aber sehr, wirklich interessant gemacht auch, ne? Sehr schön, sehr schön. Irgendwann müsste jetzt hier so eine Alien-Wand kommen. Mal gucken, wann die Alien-Wand da ist. Wahrscheinlich da. Ach, hier! Ach, die Schienen gehören noch mit zur Map. Ah, und dann kommt erst die Alienwand. Ja, sehr schön. Vielleicht muss er die noch einfügen. Da hatte ich jetzt mit ihm nicht drüber gesprochen. Ah, die Border fehlt noch. Okay, okay, okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich doch hier mehr so eine Beta-Version. Kann sein, dass er vielleicht noch was machen wollte oder so. Vielleicht noch was erweitern oder so. Okay, also die Begrenzungs... Also die... Ob, also nee, die richtig mechanische, harte Begrenzung fehlt noch. Ne? Also optisch ist klar, bei den Bahnschienen ist Schluss. Nur damit keiner von der Map fällt, macht man immer so eine Collibox da noch drum. Das hat er noch nicht gemacht, also denke ich mal, ist er auch noch nicht fertig. Sonst hätte er es ja schon dran gemacht. Hoppala. Jetzt will ich auch nicht mal ganz ausschließen. Hier sieht aus, als wenn hier platzierbare Windräder oder sowas mal gestanden haben. Ne? Irgendwie sieht das so. Sieht so nach Windrädern aus. Ich weiß nicht. Hier ist eine Baustelle auch. Ja, sehr schön. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, sind die Mukus, ne? Wir können gleich auf jeden Fall noch mal einmal ins Menü gucken. Vielleicht haben wir auch nur Hotterhüs, dass wir gar keine Mukus haben. Das ist alles machbar heutzutage, ne? Ich bin sehr geflasht. Sehr, sehr geflasht, YouTube. Es hat so einen unheimlich natürlichen Flair, das Ding. Das ist schon fast erschreckend, ne? Ich meine, das ist hier... ich weiß gar nicht, ist das in Nordamerika, stellt das, glaube ich, da, ne? Oder, ja, spielt halt auf Nordamerika, glaube ich. Das ist aber auch hier schnittig. Schnittig an die Straße dran gebaut, ne? Ha, Leute, guckt euch das mal an mit dem Müll hier und so. So richtig typisch. Ne? Da steht die Tonne und alle schmeißen ihren Müll daneben, ey. Das ist richtig geil. Also, nicht, dass die Leute das machen, sondern dass er das so 1:1 in seine Map reingepackt hat. Wahnsinn. Richtung Goldcrest Valley. Yeah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist hier? Schubst mich nicht, ja? Oh, mit Hupe, hm? Stehen die Zähne zu eng oder was? Aufpassen, ich sag dir das. So, wir fahren mal hier vorne her. Tja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier ist der Händler. Zufällig den Händler gefunden. Wahnsinn, gell? Sehr puschelig. So, jetzt müssen wir noch einmal kurz, kurz ins Tiermenü. Also, wir haben Pferde. Und Kühe haben wir nicht. Ich kann ja mal gucken, ob wir einen Kuhstall haben. Nee, wir haben Pferdestall und Farmhaus. Okay. Ja, aber... Okay, da muss ich... Ey, scheiß Autosave. Aber wo kommen denn dann... Also die BGA ist wunderschön. Der Hof, wunderschön. So, hier ist der Händler. Das war die... hier, Wollverkauf-Dings da. Hier sind wir noch nicht gewesen. Boah, hier sind wir noch nicht gewesen. Aber wo packt man denn seine Mokos hin dann? Da oben waren wir auch. Hier waren wir. Das müsste eigentlich der... Das müsste doch der Händler, Viehhändler. Warum konnte ich denn da gerade im R-Menü nichts kriegen? Ärgerlich. Ja. Also, vielleicht müsste ich mit Dreht keinen Stuss nochmal reden. Wo denn die Flächen sind, um die anderen Tiere zu platzieren. Oder er ist noch nicht so weit. Dass er erst noch mal selber ein bisschen gucken musste, wie es denn geht. Ist ja auch nicht immer einfach. Ne? Wenn man... Ja, woher soll das auch wissen? Man muss es wahrscheinlich auch ausprobieren. Damit man weiß, wie es funktioniert. Hier ist noch ein Danke, okay. Nee, also was ich jetzt noch nicht gesehen habe, oder vielleicht habt ihr das gesehen, ich habe es nicht gesehen, sind halt ebene Flächen, wo man halt eine Kühe halt platzieren könnte, ne? Sehr schön, ne? YouTube, ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich scheinbar nicht genug Informationen habe. Guckt euch das Video einfach in aller Ruhe an und ich bin sicher, dass der Herr Redkernstuss mir noch was dazu schreiben wird. Ich freue mich schon. Wann das Ding genau released wird, wissen wir noch nicht. Habt euch lieb.